So, meine Freunde, wir befinden uns jetzt hier wieder in dem Raum mit den ganzen Relikten. Ich finde auch komisch, dass man am Ende noch Relikte eingesammelt hat, aber sie nicht ausgeben konnte. Warum auch immer. Mach du dein Ding. Ich finde raus, was ich kann. Na gut, am Ende kamen auch keine Kämpfe mehr, wo man die noch großartig brauchen hätte können. Die ganzen Punkte, die man dadurch bekommen hat. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt mal so ein bisschen die Sachen hier nacheinander ablaufen und dann hören wir uns an, was Johnny noch so zum Rest hier zu sagen hat. Weißt du, die Finsternis entstammt nicht der Wiege der Zivilisation. Sie kam nirgendwoher. Das bedeutet gleichzeitig, glaubt man der Rothfuss-Theorie, dass die Finsternis überall herkommt. Zahllose Kulturen der Geschichte nehmen Bezug auf die Finsternis, selbst wenn die meisten davon nie Kontakt mit ihr hatten. Nimm dieses aztekische Totem als Beispiel. Ein Anthropologe würde es als Schlüssel von Mictlan identifizieren. Mictlan wäre dabei natürlich die aztekische Unterwelt. Und das ist sowas von unglaublich absurd falsch! Mictlan war ein... Hoppala, das hatten wir schon gehabt. Ist mir gerade eben mittendrin aufgefallen. Das ist das Problem, wenn ich immer wieder so zwischendrin reingeschaltet habe. So, das hatten wir auch, die Maske, aber den Rest dürften wir zum größten Teil noch nicht haben. Hoffentlich hast du keine gute Laune. Wenn doch, wird das hier einen gewaltigen Haufen darauf scheißen. Das ist die Laterne des heiligen Antonius, der womöglich am meisten missverstandene Gegenstand, der jemals erschaffen wurde. Ich meine nicht, dass die Leute das Ding ansehen und sagen, Mann, das ist mal ein echt helles Sandwich. Ich meine, die meisten Leute sehen diese Laterne als Zeichen der Hoffnung. Dabei ist sie in Wahrheit ein Zeichen unglaublicher Verzweiflung. Das Äußere ist nur 80 Jahre alt, aber das Licht im Inneren der Laterne zählt mehr als 1000 Jahre. In ihrem Krieg gegen die Finsternis suchte Angelus nach einem immer scheinenden Licht. Sie sammelte die Seelen von 100 Kindern, die von der Finsternis abgeschlachtet worden waren, und band sie in einer Glaskugel. Diese kombinierten Lebenslichter produzierten ein blendend helles Licht. Aber nur, wenn die toten Kinder Lust dazu hatten. Wie sich herausstellte, sind Kinder wankelmütige kleine Scheißdinger. Angelus gab die Kugel auf. Absolut gleichgültig gegenüber den Kindern, die noch darin gefangen waren. Die Kugel war ziemlich lange verschollen, bis sie vom heiligen Antonius gefunden wurde. Schutzpatron verlorener Gegenstände. Was für ein Zufall. Antonius steckte sie in eine Laterne in dem Glauben, es sei ein Geschenk Gottes. Er war davon überzeugt, dass das Licht Reisende nach Hause geleiten würde. Meistens leitete sie jedoch bloß in Abgründe oder in Sümpfe. Tja, der heilige Antonius benutzte die Laterne also unwissentlich dazu, hunderte unschuldiger Reisender zu töten. Und das nur, weil Angelus meinte, die gefangenen Seelen getöteter Kinder würden eine coole Waffe abgeben. Jaha! Das ist ganz schön crazy. Wie abgefahren, Mann! Ja, jetzt kommen die guten Sachen. Der entsetzliche Schlund. Mehr Sexappeal als in diesem Ding kann schwarze Magie nicht haben. Oh, ich werde schon rattig, wenn ich es nur ansehe. Der entsetzliche Schlund wurde direkt aus den Toren der Hölle geschnitzt. Halt ihn in der rechten Hand und sprich die magischen Worte. Dann entfesselt der Schlund eine Salve reinen Höllenfeuers. Hast du eine Ahnung, was Höllenfeuer ausrichtet? Es vernichtet alles! Und alles, was es vernichtet, fährt geradewegs zur Hölle. Selbst wenn du Mutter Teresa mit dem Ding tötest, würde sie für alle Zeit im Fegefeuer brennen. Das Problem ist, dass du jedes Mal, wenn du den Schlund einsetzt, auch einen Teil deiner Seele wegbrennst. Die meisten Leute schaffen 3 oder 4 Schüsse, bevor sie in der Hölle aufwachen. Der Träger der Finsternis kann das Ding zumindest theoretisch bis zum Erbrechen einsetzen. Naja, deine Seele ist ja irgendwie schon in der Hölle. Leider funktioniert der Schlund nicht mehr, weil irgendein Trottel die magischen Worte verlegt hat. Aufzeichnungen beweisen, dass die Bruderschaft-Idioten ihn zuletzt benutzt haben, irgendwann im Zweiten Weltkrieg. Es ist also ihre Schuld, dass die Welt ein bisschen weniger der Hammer ist als früher. Ich könnte echt heulen. Wenn du mir einen Gefallen tun und ein paar hundert von ihnen töten würdest, würde ich mich wirklich viel besser fühlen. Schon erledigt. Okay, Jackie. Zeit für eine schnelle Geschichtsstunde. Der Buddhismus wurde von Siddhartha Gautama gegründet. Siddhartha führte ein außergewöhnliches Leben. Doch für uns ist sein Tod entscheidend. Die Geschichte sagt, dass Siddhartha mit 80 Jahren seinen unmittelbar bevorstehenden Tod ankündigte. Kurz nach dieser Ankündigung aß er sein letztes Mal. Es war die Opfergabe eines Schmieds. Siddhartha wurde krank und starb. Natürlich ist noch mehr der Geschichte dran, aber das hier soll kein Fachexkurs werden. Das sind soweit die wichtigen Eckdaten. Bevor er starb, versicherte Siddhartha seinen Gefolgsleuten, dass der Schmied nichts mit seinem Tod zu tun hatte. Naja, nach allem, was man so hört, war Siddhartha ein anständiger Kerl. Leider war er hier komplett auf dem Holzweg. Der Schmied hatte ihn sowas von vergiftet. Und das ist nicht alles. Er gab Siddhartha aus seinem Krug zu trinken. Wie du dir denken kannst, war das kein normales Trinkgefäß. Der Krug funktioniert wie eine Seelenpumpe. Wenn du daraus trinkst, entsteht darin ein Vakuum. Wenn du aufhörst zu trinken, wird deine Seele in den Ton gesogen. Dort bleibt sie, bis der Zauber gebrochen wird. Der Zauber auf dieser Reliquie ist unglaublich...
Tag. Er hielt mehr als 2000 Jahre. Und so hat diese Reliquie sich den Namen die Tränen des Siddhartha verdient. Siddhartha ist noch immer darin gefangen. Wer könnte einem netten Kerl nur so etwas antun, frage ich mich. Die Finsternis ist der Feind von Frieden und Einheit. Ihr Zorn ist nicht immer gewalttätig, aber immer unnachgiebig. Genau wie die Tränen des Siddhartha. Oh, schöne Geschichten so, die man immer wieder hintendran erfährt. Rein praktisch bringen sie uns gar nichts mehr. Na gut, während des Spiels auch nicht, aber gut zu wissen, was da noch alles so... Also was heißt gut zu wissen? Ich find's einfach interessant, vor allem wie er es vorstellt. Willst du wissen, warum die Bruderschaft der Haufen spaßsüchtiger Irrer von heute ist? Das haben wir dir zu verdanken. Nun, der Finsternis. Einmal, ein einziges Mal, konnte die Bruderschaft sie erfolgreich gefangen nehmen. Und das hat sie wahnsinnig gemacht. Die Finsternis ist niemand, den man verarschen kann. Selbst in Gefangenschaft ist sie nicht zu verachten. Jahrzehntelang wachte die Bruderschaft über den Gral. Die Finsternis rührte sich im Inneren und verdarb ihren Geist. Hat nicht lange gedauert, bis die Bruderschaft auf die Idee kam, dass ihre einzige Rettung in der Vernichtung der Welt lag. Einer der Brüder hielt der Versuchung stand. Nein, nicht der Versuchung, konzentrier dich endlich! Sein Glaube war so eisern, dass die Finsternis ihn nicht berühren konnte. Als er erfuhr, was seine Brüder vorhatten, wusste er, dass er nur eine Option hatte. Er musste die Finsternis befreien. Angelus war darüber nicht sehr erfreut. Sie kehrte zur Erde zurück, um den Großvater aller Arschtritte zu verteilen. Der eine Bruder, der fest im Glauben war, wurde nur Augenblicke, nachdem er die Welt gerettet hatte, zu Asche verbrannt. Angelus' Zorn brannte so heiß, dass er die Seele des Bruders vollkommen verzehrte. Er hinderte die Bruderschaft daran, die Schöpfung zu vernichten, und zur Belohnung war er der erste Mensch, der die Nicht-Existenz kennenlernte. Sowohl im Himmel als auch auf Erden ist nur diese Asche von ihm übrig, die Asche des Namenlosen. Verleiht dem Sprichwort, keine gute Tat bleibt ungesühnt, ziemlichen Nachdruck. Boah, crazy. Wessen Asche war das nochmal? Die entstanden ist durch den Großvater aller Arschtritte. Oh, crazy, Angelus Zorn brannte so heiß. Diese Ecke hätten wir damit erledigt. Hier in diesem Regal habe ich auch alles vollständig. Hier fehlt mir eine Kiste oder sowas. Da oben fehlen mir gleich zwei Dinge. Moment, wie viele Sachen habe ich eigentlich? Hier auf der Seite fehlen mir drei Dinge. Ja, vier... 4 Sachen fehlen mir. Das geht ja sogar noch. Gut, machen wir weiter. Relikt der Dreifaltigkeit. Ich glaube, das hatten wir schon. Schwestern des Lichts hatten wir auf jeden Fall. Ich glaube, das hatten wir auch. Wow, Sekunde mal. Leg das hin. Und bei allem, was dir heilig ist, lass die Klinge nicht deine Haut berühren. Genau, du darfst doch nicht alles aufheben, was du findest. Das hat er uns auch schon gesagt. So, dann haben wir hier nix. Geflügelter Dämon. An den kann ich mich auch noch erinnern. Glaube ich. Was du da in der Hand hältst, ist die erste künstlerische Darstellung der Finsternis, oder wie sie... Genau, ja, die erste künstlerische Darstellung, den Dreierkopf, da hatten wir auch, aber das hier hatten wir noch nicht. Was ist das hier? Papst Johannes der Zwölfte. Oh, das wirst du wirklich lieben, so als guter Katholik und so. Das ist der Kopf von Papst Johannes dem Zwölften. Nun, der Schrumpfkopf. Jedenfalls hoffe ich, dass er geschrumpft wurde. Wenn nicht, hatte er bestimmt Probleme, seine Papstmütze zu tragen. Egal. Wie sich herausstellte, war Little John hier der einzige Träger der Finsternis, der es bis zum Papst geschafft hat. Das könnte erklären, warum ihn viele als schlechtesten Papst aller Zeiten ansehen. Ironie des Schicksals. Er war auch der schlechteste Träger aller Zeiten. Man sollte meinen, die Finsternis würde das Pontifikat nutzen, um richtig Gas zu geben. Aber um die Wahrheit zu sagen, Johannes der Zwölfte verbrachte die meiste Zeit damit, seine Diakone auszuweiden und die Damenwelt zu besteigen. Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, er hat einige gar nicht so unbedeutende Lustdämonen in den Vatikan gerufen und ein Freudenhaus daraus gemacht. Und mit Freudenhaus meine ich Beinhaus. Also ja, Papst Johannes der Zwölfte war ein übles Arschloch, auf mehr als eine Art. Eine Randnotiz. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass drei dieser Dämonen noch im Vatikan sind. Also tu dir selbst einen Gefallen und nimm nicht an der Nacktour durch die Sixtinische Kapelle teil. Nicht, dass sie eine anbieten. Trotzdem, lass es einfach. Ach so, Lustdämonen. Ich weiß, wo mein nächster Halt sein wird. So, was haben wir hier noch so für feine Sachen? Was haben wir da? Gefäß des gesegneten Blutes. Hör zu, ich erzähl dir was über diese spezielle Reliquie. Aber du musst mir...
etwas versprechen. Ganz egal, was ich dir erzähle. Du darfst das hier nicht ins Lächerliche ziehen, okay? Okay? Das ist das Gefäß des gesegneten Blutes. Es heißt, es enthält eine Reliquie von unermesslichem Wert. Ein Objekt von unvorstellbarer Heiligkeit. Ein konserviertes Stück Fleisch des Heilands höchst selbst. Ja, ganz genau. Wir reden hier über die Vorhaut von Jesus Christus. Die Sache hat nur einen Haken. In dem Gefäß ist zwar ein Stück Vorhaut, nur nicht die vom Messias. Sie gehört einem Typen namens Miles aus Südheddingtonshire. Frag nicht, woher ich das weiß. Ich weiß es einfach, ich bin Okkultist. Nur, vergiss die Vorhaut. Die Vorhaut ist nur Ablenkung. Die Vorhaut ist total unwichtig. Und wir sollten beide vergessen, G davon erfahren zu haben. Weiter geht's. Das Wichtige ist das Behältnis hier. Die Finsternis ist nicht die einzige Macht, die die Bruderschaft kontrollieren will. An Angelus sind sie nicht minder interessiert. Dieses Gefäß war ihr erster Versuch, etwas zu erschaffen, das Angelus halten könnte. War ein totaler Reinfall. Sie haben lediglich erreicht, dass Angelus mächtig angepisst war. Und wenn sie angepisst ist, verbrennt sie gerne Dinge. Egal. Hier ist trotzdem etwas Magie im Spiel. Magie, die man vor gewissen Leuten am besten verstecken sollte. Einen unglaublich lächerlichen Vorhauthalter daraus zu machen, war eine echt gute Tarnung. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss mein Gehirn mit Bleiche und Stahlwolle reinigen. Oh, so ein Stückchen Vorhaut schmeckt wie Hühnchen. Heilige Scheiße, Jackie, das ist groß, das ist echt groß. Du weißt ja, dass der Gral der Angelus geschaffen wurde, um die Finsternis zu halten. Nun, das ist das Prisma der Brüder und es soll Angelus halten. Nachdem die Finsternis dem Gral entkommen war, verschwand die Bruderschaft ziemlich lange von der Bildfläche. So lange, dass man annahm, sie hätte sich aufgelöst. Aber nein, der Gral der Angelus war verloren. Ohne ihn konnten sie ihren Plan, die Welt in Finsternis zu hüllen, nicht in die Tat umsetzen. Stattdessen entschieden sie sich, die Welt mit Licht zu verbrennen. Als die Finsternis und Angelus während des Zweiten Weltkrieges wieder auftauchten, wartete die Bruderschaft bereits. Frag mich nicht, wie sie das geschafft haben, weil ich keine bessere Idee habe. Aber die Bruderschaft besiegte Angelus und hielt sie im Prisma gefangen. Und die Legenden behaupten, sie sei noch heute da drin. Aber jetzt kommt's, Jackie. Ich sehe das Prisma vor meinen Augen und empfange nichts. Keine heilige Essenz, keine schwarze Magie, nichts. Angelus ist nicht im Inneren des Prismas. Ich glaube sogar, dass sie es nie berührt hat. Wenn ich offen sein darf, jagt mir das eine Scheißangst ein. Angelus wurde über 70 Jahre nicht in der Welt gesehen. Wir dachten, das läge daran, dass sie gefangen sei, hier drin. Aber das ist sie nicht, Jackie. Sie ist noch da, draußen. Wo zum Teufel ist sie? Ja, das wissen wir ja jetzt mittlerweile. Das hier ganz rechts sieht aus wie eine verkürzte Version des Grals, wo auch immer ich sie da herbekommen hätte. Der Erste. Wow, okay, scheiße, wo fange ich an? Was du da hast, ist der Erste. Wie du dir bei dem Namen vielleicht schon denken kannst, ist das Ding alt. Scheiß alt. Vom Anfang. Du bist ein guter katholischer Junge, also kannst du dich an die Geschichte von Kain und Abel erinnern. Du weißt schon, Abel so, oh Gott, liebt mich, und Kain macht auf eifersüchtig und bäm, schlägt den Tod. Damit, ganz recht, du bist jetzt stolzer Besitzer des ersten Totschlägers der Geschichte. Glückwunsch, schätze ich. Nun, die Geschichte endet damit, dass Gott derart angepisst ist, dass er Kain zeichnet und dazu verdonnert, auf ewig durch die Welt zu streifen, ohne sterben zu können. Schließlich hat Kain der Welt den Mord geschenkt in einer Zeit, in der noch alles frisch und voller Böse war. Das macht ihn zur Zielscheibe gewisser finsterer Einflüsse, wenn du verstehst, was ich meine. Auch wenn Kain ein brudermordendes Arschloch war, wollte Gott ihn nicht der Finsternis zum Fraß vorwerfen. Also machte er Kain untötbar. Wie du weißt, ist Tod das Geschäftsmodell der Finsternis. Wenn Kain also nicht sterben könnte, könnte die Finsternis ihn nicht holen. Kein schlechter Schachzug von Gott. Aber Gott verschenkt nicht einfach Freifahrtscheine, vor allem wenn man seinen Bruder tötet. Also gab er Kain einen Auftrag, die ganze übrig gebliebene Finsternis aus der Zeit vor der Schöpfung zu beseitigen. Zum Leidwesen Kains hieß untötbar dann doch nicht unsterblich, aber das ist eine andere Geschichte. Was? Ich will jetzt wissen, wie er gestorben ist. Okay, wahrscheinlich aufgrund natürlicher Umstände. So würde er ja nicht getötet werden. Das ist... Nun, es ist eine Daumenschraube. Keine Ahnung, was ich dir sonst sagen soll. Ich meine, das Ding strahlt eindeutig finstere Energie ab. Aber schließlich reden wir hier über ein Gerät, mit dem Leute gefoltert wurden, indem man ihre Finger zerschmettert hat. Ich hätte Angst, wenn es keine fiesen Schwingungen abgeben würde. Was? Du willst mehr? Oh, klar. Gib mir eine Sekunde. Okay. Ich hab was.
Soweit ich das sagen kann, ist das Ding etwa 400 Jahre alt. Es wurde gegen den Träger eingesetzt, der von der Bruderschaft gefangen genommen wurde. Wahrscheinlich ist die Energie, die ich empfange, ein schwacher Rest von der Finsternis. Das ist also keine gewöhnliche Daumenschraube. Es ist eine böse Daumenschraube. Also tut sie mehr weh, vielleicht. Oh, das reicht ja immer noch nicht. Na schön, 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 schön. Das ist der berüchtigte schwarze Daumen. 1631 metzelte und vergewaltigte er sich quer durch die englische Landschaft und hinterließ dabei eine Spur aus blutigen Bastarden und zerbrochenen Träumen. Niemals zuvor sah die Welt solche Grausamkeit. Bete, dass sie es nie wieder tut. Ja, das war Sarkasmus. Nein, ich will nicht, dass du mich tötest. Okay, ich halte die Klappe. Ist das geil. Das ist der berüchtigte schwarze Daumen. Man kann es ihm nicht ansehen, aber dieses einfache Stück Eisen ist eins der schlimmsten Folterinstrumente aller Zeiten.